Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ich baue mir heute wieder einmal eine Werkbank. Das ist die dritte Werkbank, die ich in den letzten 6-7 Jahren gebaut habe. Und ich hoffe, dass das auch die schönste wird. Das Material dazu, das habe ich bereits gekauft. Das sind hier diese 80x80 dicken Kanthölzer. Die waren mal 2,5 Meter lang, habe ich mir vor Ort direkt einmal halbieren lassen. Erstens, für den Transport war das viel, viel angenehmer. Und zweitens, auch das Handling hier in der Werkstatt wird dadurch vereinfacht. Ja, wir fangen jetzt erstmal an mit der Basis, das Gestell zu bauen. Und später, ganz am Ende, kommt natürlich die Arbeitsplatte. Legen wir los. Nochmal kontrollieren, dass das auch wirklich bündig ist. Die Dicke vom Material sind ja 80, also werde ich den Speedmarker auf 80 einstellen. Halte das hier dran, nehme meinen Winkel, setze das hier dran und dann mit dem Anreißmesser schön festhalten, die Markierung machen. Kontrolle, perfekt, sehr gut. So, jetzt haben wir die Markierung auf der oberen Seite gemacht. Da werden wir gleich die Aussparung machen. Wir brauchen aber auch noch eine Aussparung im unteren Bereich, damit das Ganze auch stabil ist und nicht wackelt. Die Beine werden 90 cm lang sein. Also messen wir erstmal von hier, von oben nach unten 90 cm. Nehmen wir unser Maßstab und markieren 90 cm. So, 90. Und ab hier lassen wir doch noch mal 6 cm ungefähr noch als Fuß überstehen. Und von hier aus machen wir dann die nächste Aussparung. 80. So. Leute, seid mir bitte nicht böse, dass die Aufnahmen nicht so perfekt sind. Ich kann jetzt gerade mit dem Stativ nicht hin und her fahren. Ja, vom Platz her bin ich gerade ein bisschen eingeschränkt, aber hoffe trotzdem, dass ihr versteht, was ich hier mache, dass ich dann am Ende euch dann eine schöne, fertige Werkbank zeigen kann. Mein neues Sägeblatt. Habe ich total vergessen. Thank you.
Für alle 16 Ausschnitte habe ich jetzt circa knapp eine Stunde gebraucht. Das ging meiner Meinung nach ziemlich schnell und auch einfach. Ich werde jetzt die Teile mal ineinander stecken und gucken, ob wir auch wirklich im Winkel sind, ob das alles passgenau ist. Also probieren wir es mal aus. Hier haben wir unsere zwei Beine und dann hier diese kurzen Streben. Hier ist es ein bisschen locker, also das ist jetzt wirklich passgenau. Hier ist es etwas enger, das ist auch gut. Ziehe ich das mal vor oder ich stelle das direkt auf die Beine. Das ist die obere Strebe oder das obere Rahmenteil. Hier sehen wir, dass wir schön bündig sind, oben genauso. Ja, das passt. Gucken wir mal kurz noch, ob alles im Winkel ist. Unten angefangen, passt. Ja, super, ey. Also, ich bin echt überrascht. Okay, hier haben wir weniger als einen Millimeter. Da, hier passt es auch super. Leute, wir können jetzt erstmal verleimen. Den ersten Rahmen und dann den zweiten nachher. Ich will, dass es schön dicht ist und fest verleimt ist. Das soll richtig schön stabil werden, also spare ich jetzt nicht am Leim. Gut, auf einer Seite wird das wahrscheinlich reichen. Ich mache jetzt hier auch noch mal ein bisschen was drauf und dann denke ich, sollte das fest sein. Einmal und dann hinten noch. Der Leim, der kann da ruhig schön auslaufen. So. Next one. So, es ist Samstag, draußen ist super geiles Wetter. Ich bin heute Morgen von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich konnte es kaum erwarten, in die Werkstatt zu gehen. Also bin ich morgens um 7 Uhr hier in die Werkstatt gekommen, habe mir die zwei Rahmenteile angeschaut, die ich am Vorabend verleimt hatte, die Zwingen gelöst, Winkel überprüft, alles passt. Jetzt dachte ich mir, komm, machst du diese Querstreben noch dran, weil ich nämlich 5-6 Stunden circa schlafen musste. Kann natürlich in der Zeit der Leim abbinden und ich kann nachmittags hier dann direkt weitermachen. Deshalb habe ich das Ganze nicht gefilmt, aber ich kann euch mal ein paar Details zeigen, wie ich das gemacht habe. Eigentlich genauso, wie ich es auch an den anderen Teilen gemacht habe. Aussparungen, ja, die Überplattung sozusagen gefertigt, verleimt. Und dann ging es weiter. Ich zeige euch mal genau, was ich gemacht habe. Das ist der Balken, den ich heute Morgen eingesetzt habe. Auch hier habe ich einfach eine Aussparung gemacht. Ihr seht das, da haben wir wieder diese L-Form sozusagen. Ja, und habe das Ganze verleimt, befestigt und jetzt ist es bombenfest. Das Gestell ist natürlich noch nicht fertig. Ich werde oben einmal in der Mitte längs einen Kantholz einlassen und unten genauso. Also fangen wir jetzt an mit den ganzen Markierarbeiten und dann lassen wir dieses Teil einmal hier ein. Und dann zeichnen wir uns hier mal
durchgehend an. It's okay. So, perfekt. Das mache ich jetzt noch einmal unten und dann können wir die Markierungen abschleifen und ein paar Leimreste abkratzen, abwischen und dann hoffe ich, dass wir endlich mit der Arbeitsplatte weitermachen können. So, die zwei USB-Platten, die werde ich jetzt einmal auf Länge zuschneiden und dann machen wir nachher die Breite. Nehmen wir uns mal ein paar Zwingen. Legen wir mal die Schiene einmal hier drauf. Jetzt muss ich hier nur die Tiefe noch mal beachten, nicht dass ich dann zu tief säge. Okay, also los geht's. Freut mich immer wieder, wenn man wirklich sehr präzise, sauber arbeiten kann mit den Maschinen. Ich habe einen richtig blöden Fehler gemacht. Ich habe die Platten auf 900 zugeschnitten, aber die Werkbank ist ein ganzes Stück breiter als 900. Jetzt sind die Platten zu kurz. Deshalb habe ich mir überlegt, mache ich dann auf einer Seite wieder einen Überstand, wie auch an den Seiten, dann werde ich nur die Kante bündig machen. Dafür nehme ich mir hier dann hier Abschnitte von den letzten Projekten, werde damit arbeiten. So werde ich dann die Arbeitsfläche etwas verlängern nach da. Und dann habe ich das Problem so einigermaßen gelöst.
Ja, manchmal ist das halt so. Manchmal macht man Fehler und aus diesen sollte man dann lernen. Schön bündig. So, jetzt kommt die zweite Schicht OSB. Die legen wir hier wieder an diese Leiste. Das ist auch die zweite Leiste, die ich jetzt hier dran befestigt habe. Genauso mit Schrauben fixiert. So finde ich das ganz einfach. Man muss natürlich auch gucken, dass wir hier an den Kanten, dass wir keine erhöhte Stellen haben, dass das wirklich schön plan ist. Nehmen unsere Multiplexplatte, legen die gleich hier drauf. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir hier an den Kanten bündig sind. Da wir jetzt nicht von oben schrauben wollen, müssen wir das ja von unten machen. Und dafür müssen wir die passenden Schrauben finden. Wir können später dann nochmal mit der Tauchsäge an den Kanten entlang sägen, minimal, sodass wir wirklich eine sehr schöne, saubere, bündige Kante haben. 40er, wie sieht es mit 40 aus? 40er Schrauben. So, dann machen wir uns hier noch ein paar Klebebänder bereit. Hier an dieser Stelle war es halt wichtig, dass wir überall bündig abgesägt haben, weil nur dann kann das nämlich schön aufliegen und der Leim kann haften. Wir werden jetzt mal einmal die Oberfläche gründlich abschleifen und auch hier die Kanten leicht abrunden, weil das nämlich schon ziemlich scharfkantig ist und das könnte natürlich auch mit der Zeit brechen.
So, jetzt kommen wir zur Versiegelung. Dafür nehme ich mir jetzt hier so ein Hartwachsöl. Ist völlig egal, welchen Hersteller ihr nehmt. Ich denke mal, für den Zweck sind alle gut genug dafür. Ohne uns zu verletzen, versuchen wir jetzt den Deckel zu öffnen. Gut geschüttelt habe ich schon. So. Und zum Auftragen nehme ich mir so einen herkömmlichen Schwamm. Das ist auch perfekt für solche Zwecke. Weil mit dem Pinsel verbraucht ihr einfach viel zu viel Material. So, den Schraubendreher tun wir mal weg. Und dann fangen wir an, hier schön das Öl aufzutragen. Die Oberfläche der Platte habe ich jetzt schön versiegelt. In circa 15 Minuten werde ich das überschüssige Öl einmal abwischen, bis morgen dann durchtrocknen lassen und dann denke ich mal, können wir darauf arbeiten. Der Lack, der ist aufgetragen, das lasse ich jetzt erstmal bis morgen schön durchtrocknen. Mir gefällt die Farbkombination mit dem dunklen Grau und der hellen Platte. Und ja, damit das auch weiterhin so schön bleibt, habe ich mir was überlegt. Und zwar habe ich mir eine Gummimatte bestellt. Eigentlich habe ich nach einer Silikonmatte gesucht, gab es in der Größe nicht. Vielleicht gibt es sie auch irgendwo im Internet zu finden, aber ich habe jetzt mal bei Amazon gesucht. Und da gab es halt diese Gummimatten, die sollten es eigentlich auch tun. So, die ist natürlich jetzt komischerweise ein wenig zu kurz. Hä, warte mal. Da haben die wahrscheinlich wieder Mist gebaut. Nee, die haben nicht Mist gebaut. Ich habe ein falsches Maß angegeben. Ist egal. Die Matte werde ich nehmen, wenn ich das Holz verleime und der Leim einfach tropfen darf, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, dass das jetzt auf der Werkbank landet. Es ist halt viel einfacher, den Leim von der Matte zu entfernen, als von der Werkbankoberfläche. Klingt natürlich für den einen oder anderen übertrieben, unnötig, aber ich persönlich finde das schön, wenn die Werkbank sauber bleibt und ja, einige Jahre dient. Leute, danke fürs Zuschauen. Das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.